So, ich grüße euch. Heute zeige ich euch ein paar Übungen, um eure Gehirnhälften auszugleichen. Also ich meine, Trommeln ist sowieso Gehirnhälften ausgleichend, ja, weil du benutzt beide Hände, links und rechts. Und es gibt aber auch sehr schöne Übungen, wie du vor dem Trommeln deine Gehirnhälften schon ausgleichen kannst. Und da gehen die Übungen, da geht das Getrommeln noch viel besser, ja. Es ist auch interessant, wir haben auch Tests gemacht, zum Beispiel die Gehirnhälften ausgeglichen und danach was zu singen oder ein Gedicht aufsagen oder so. Das geht viel besser, viel leichter, ja, weil die Gehirnhälften arbeiten dann besser zusammen. Ja, die eher maskuline oder eher feminine, die beiden Gehirnhälften, ja. Die eine ist mehr, sagen wir mal so, die kreative, intuitive mehr. Und die andere mehr die rationale, verstandesmäßige. Es gibt sehr viele Informationen im Internet. Wenn dich das interessiert, google einfach mal ein bisschen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Übungen. Und zwar, das sind sehr simple, einfache Übungen. Ich fange mal an. Und zwar, die erste heißt der Schuhplattler. Das kennen vielleicht einige von euch. Ich gehe ein bisschen weiter weg, damit ihr das sehen könnt. Und zwar, du verbindest einfach deine linke Hand mit deinem rechten Fuß und umgedreht. Dabei könnt ihr sogar ein bisschen euch bewegen, ja, ein bisschen, ja. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, und zwar, ich gehe weiter weg und du stellst dich breiter als Schulter breit hin, so, Knie gebeugt. Dann machst du vor deinem Herz so ein, so als hättest du hier einen Energieball, einen Ball zwischen deinen Händen. Und dann fährst du das Unendlichkeitszeichen, eine liegende 8, fährst du so ab. Ja? Du beginnst dabei hier, vor deinem Herzen und dann in die Richtung deiner Wahl, zuerst links oder rechts, wie du es magst, machst du die liegende 8. Es können auch ganz kleine Schleifen sein. Es können aber auch ganz große, ausladende Schleifen sein. Ja? Vielleicht magst du da gleich mal mitmachen. Und die Hände berühren sich dabei nicht, die ganze Zeit nicht. Das kannst du auch schön schwungvoll machen. Und wenn du mit der Übung zu Ende kommst, bitte lande genau dort, wo du begonnen hast, vor deinem Herzen, nicht mittendrin irgendwo. Alright? Hier beginnen. Und hier auch enden. So. Für diese Übungen solltest du auf jeden Fall immer ungestört sein. Ja? Kein Handy an, also kein Gebimmle. Und ja, ungestört. So, die nächste Übung ist die rechtes Ellenbogen zum linken Knie und umgedreht. Yes, kannst du mal probieren. Es sind wirklich sehr verschiedene Übungen und jeder hat auch eigene Zugänge. Ja? Also deswegen mache ich so verschiedene Übungen. Ja? Da musst du jetzt nicht alle davon machen. Ja? Nimm dir, was dir gefällt, worauf du jetzt gerade in dem Moment stehst. Es kann auch morgen was ganz anderes sein. Ja? Und so weiter, ja, ding, 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 ding. So, alright, das war Übung Nummer 3, jetzt Übung Nummer 4, da kann ich ein bisschen näher rankommen, mit geschlossenen Augen. Wichtig auch bei dieser Übung jetzt ist, dass du hast die Augen geschlossen und fährst wieder die liegende 8 ab, so hier, so, ja, die liegt so, schaut her, die liegt so, ja, das Unendlichkeitszeichen. Und du beginnst, du machst deine Augen zu und dann fährst du diese
Acht ab, ja. Also ich nehme immer eine goldene, weil ich mag sehr gerne Gold, ja. Und da kannst du die Kreise so groß machen, wie du willst, ja. Aber nur ruhig gehenden Tempo. Kannst auch die Richtung mal wechseln. Ja, also ich liebe diese sehr, die ist sehr, sehr effektiv. Und jetzt ist aber sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, dass du dich nicht drinnen unterbrichst, ja. Also wenn du die Übung endest, endest du auch genau wieder hier, nicht mittendrin irgendwo so, ja. Das ist unangenehm im Gehirn. Das ist eine starke Energieübung. Also ich mache das jetzt eben mal. Kannst du mal mitmachen? Augen schließen. Und dann beginne ich. Und du fährst die auch nicht mit deinen physischen Augen ab, sondern mit deiner Vorstellungskraft. Du stellst dir eine liegende Acht vor. Deine physischen Augen sind völlig entspannt. Lass dir Zeit dabei. Atme. Siehst du die Acht vor dir? Fahr sie ab, ganz langsam, entspannt. Und dann kommst du zum Ende damit. Ich mache jetzt eine verkürzte Session natürlich nur. Ja, du kannst dir mehr Zeit lassen dafür. Du endest wieder, so wie ich es dir gesagt habe, in dem Kreuzpunkt der Acht. Und dann öffnest du wieder deine Augen. Okay. Also, das sind vier Übungen, die dienen, das sind Muster, das sind Karten. Ja. Bitte denk dir auch gerne was Eigenes aus. Ja. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Aber die sind sehr effektiv. Ich mag die. Die empfehle ich auch immer in meinen Kursen und Workshops. Okay, also das war's von mir. Ich bin Ingo Gutmann und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Yes. Ahoi, bis später.